Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Hier ist Maries neuer Hut. Das ist jetzt halt ein Regenhut, würde ich sagen. Ach so, weil die Sonne nie scheint, ja. Ich habe immer noch keine neue Stimme. Aber sie ist auf dem Weg der Besserung. ja, wir sind voll am Gange. Ich bin am Arbeiten in der Werkstatt. Ich baue nämlich eine Candy Bar für unsere Hochzeit. Das wird sehr cool, glaube ich. Das wird so eine Art Servierwagen, der halt aussieht wie eine Candy Bar. Sehr schön, freue ich mich drauf. Ja. Und ich habe diesen Hut inspiriert durch meine Mama und meine Schwester gekauft. Die Marke nennt sich Chill Outs. Und der hat auch einen UV-Schutz, den kann man in den Koffer packen, den kann man so zusammenknüllen, ohne dass was passiert. Das ist jetzt nicht einfach nur so ein Strohhut, den gibt es in unterschiedlichen Farben. Und was ich an dem so mag, der sieht von vorne aus wie ein normaler, runder Hut, aber hat halt hinten diese Ausbuchtung sozusagen, seht ihr? Das heißt, wenn man dann irgendwie den Kopf bewegt, dann schießt man sich da nicht direkt den Hut wieder vom Schädel. Und ich finde den richtig süß. Jetzt brauchen wir halt nur noch Sonnenschein, ne? Ich habe nämlich tatsächlich überhaupt keinen Hut. Ich habe einen, so einen Filzhut irgendwie. Damit schwitzt man sich immer komplett einen ab, wenn es warm ist. Und außerdem ist der schwarz. Den finde ich jetzt nicht so strandtauglich oder so. Und sehe ich mich da als Mom sitzen mit meinem Mom-Hut. Ja. Ich finde den sehr schön. Ja, Chillouts, genau. Das ist die Marke. Ungefähr 2 Stunden später steht hier mein Korpus mit den Brettern ringsrum. Die habe ich jetzt auch noch zugespachtelt. Hier die Schraubenlöcher. Hier drauf kommt dann eine schöne Platte. Unten runter Rollen. Hier kommt noch ein Fachbrett rein. Hier in der Mitte auch. Und dann wird hier oben quasi wie so ein Kaufladen aufgesetzt. Zumindest ist das jetzt mal der Plan. Aber ich habe jetzt leider gar keine Zeit mehr, weil ich muss jetzt die Wassersteckdosen auf jeden Fall einbauen, denn der Rasen wird am Donnerstag wird er verlegt und das muss halt auf jeden Fall davor getan sein, sonst ist blöd, weil danach brauche ich nicht mehr die Wassersteckdosen reinmachen. Wenn der Rasen schon drin ist, dann reiße ich ja wieder alles auf. Ja, ehrlich, was vergessen hier auch noch aus. Das sind jetzt die schwarzen Schläuche, die ich in den Garten lege, also das ist so richtig dicker Kunststoff, ist von Gardena das ganze Bewässerungssystem. Da habe ich 2 mal hier, einmal 25 Meter, einmal 10. Und die Wassersteckdosen habe ich ja schon gezeigt. Eine soll hier hinkommen, eine da nach hinten. Und jetzt muss ich das halt mit den Wasserleitungen verbinden, die dann hier lang gehen und hier unten raus dann unter die Terrasse, weil da hinten ist unser Wasseranschluss. Das heißt, als erstes mache ich die mal auseinander und dann klopfe ich hier wie so Schlitze hin. Klopfe auch hier einmal so durch. Vielleicht gehe ich so und so, wobei ich könnte auch schräg gehen, ist eigentlich egal. Und dass ich mit beiden Rohrleitungen nachher hier rauskomme. So sieht das jetzt aus. Also es ging ziemlich schnell, weil die Erde halt richtig luftig ist. Jetzt muss ich die Kupplung hier auf die Steckdosen draufschrauben und dann daran kommt das Kabel, nicht Kabel, hier, Wasserrohr. Ich habe die ganze Zeit an unserer Hochzeitseinladung noch rumgebastelt. Ich hatte das mal, glaube ich, in einem Video bei mir erzählt oder so, dass wir keine Einladungskarte machen, sondern eine Einladungswebsite, weil wir damit einfach ein bisschen flexibler sind und diese ganzen crazy Infos, die man aktuell unterbringen muss mit GGG und so weiter, da auch einfach schön übersichtlich darstellen kann. Hallo? Ich schätze es nicht, wenn ich angemeckert werde, kaum komme ich hier rein. Ja? genau, aber da bin ich noch nicht ganz fertig, weil uns noch eine Info von der Location fehlt und Alex und ich uns auch noch ein bisschen kurz schließen müssen, wie wir das so vom zeitlichen Ablauf her machen. Jetzt aber mache ich uns erstmal was zu essen. Mal zurück, ich mache uns nichts zu essen, weil hier ist noch ein riesen Behälter Suppe. Ich stelle euch mal kurz in den Kühlschrank. Ja? Aber ich habe Suppe gekocht und da ist noch einiges von da. Das heißt, die gibt es. Dann kann ich nämlich noch die Wäsche aufhängen
muss jetzt nicht noch was kochen, weil in einer Stunde haben wir unseren Hypnobirthing-Kurs. Puh, und vielleicht lege ich ganz kurz noch die Füße hoch, damit ich nachher auch aufnahmefähig bin. Mann, 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 ich wollte so gerne immer mal jetzt diese Regenbogenentspannung üben oder sie mir halt nochmal regelmäßiger anhören. Und ich komme am Tag einfach nicht dazu. Oder ich mag das ja nicht, wenn man sagt, man hat für irgendwas keine Zeit. Es ist halt keine Priorität in dem Fall. Und abends bin ich dann zu müde. Beziehungsweise schlafe ich ein. Und dann dachte ich mir, das bringt ja nichts. Oder bringt das doch was? I don't know. Wenn ich es mir jetzt anhören würde, würde ich auf jeden Fall auch einschlafen. Vielleicht muss ich sie morgen direkt nach dem Aufstehen anhören. Vielleicht wäre das mal eine Idee. Ja, dann schlafe ich eventuell auch wieder ein. Also es muss ja irgendwie schon so mitten am Tag sein. Habt ihr da einen guten Tipp? Hat jemand von euch sich schon mal mit Hypnobirthing beschäftigt? Und kann mir da einen guten Ratschlag geben, wie ihr das gemacht habt? Weil ich weiß nicht so ganz, wie ich das in meinen Alltag integrieren soll. Ja, ich habe noch nicht so die optimale Lösung für mich gefunden. Das ist jetzt der kleine Zwischenstand. Also hier ist eine Steckdose drin, das habe ich schon so ein bisschen befestigt. Dann geht das Kabel, sage ich schon wieder, das Rohr hier so leicht bergab hier runter. Da ist die zweite Steckdose und hier geht es immer weiter bergab. Und hier muss ich dann noch unter die Terrasse gehen. Wahnsinnig gut. Hallo! Ja, die Kamera war noch etwas schief. Wir hatten Hypnobirthing-Kurs. Yes. Es war gut. Ich bin eingeschlafen. Bei der Regenbogenentspannung. Und dann lagen wir so nebeneinander. Und die Person, die das macht, da hat dann so schön die Sonne geschieden. Und ja, entspannen wir uns nebeneinander. Und dann sage ich noch zu Marie, Schatz, jetzt nicht einschlafen wie letztes Mal. Er hat es halt auch noch so mobbig gesagt. Siehst du, er hat mich lustig gemacht. Weil nämlich das letzte Mal, als ich dir erzählt habe, ja, ich habe gerade die Regenbogenentspannung gemacht, hast du laut mich ausgelacht. Ja, aber weil du gesagt hast, du hast nicht mal 5 Minuten von einer halben Stunde geschafft. Wollen wir drüber reden, wie viel du heute nicht schaffst? Ich habe noch weniger geschafft wahrscheinlich. Da geht man dann so Farben durch irgendwie. Und ich habe nicht mal die erste Farbe mitbekommen. Ich war weg, direkt instant. Bei mir war es heute ein bisschen besser. Ich habe mich extra nicht flach hingesetzt. Du läufst auch nicht flach. Ich habe mich extra so halb sitzend hingesetzt. Ich hatte trotzdem meine Augen zu. Und ich war schon auch weg. Aber ich habe es geschafft, mich auch immer wieder herzuholen. Also ich habe, glaube ich, 3 oder 4 Farben diesmal mitgekriegt. Und ich glaube, das letzte Mal eine. Bewusst mitgekriegt oder war es so halblebig? Halblebig, aber trotzdem. Okay. Letztes Mal habe ich ja nicht mal gehört, dass diese Farben genannt wurden. Und ich habe gedacht, vielleicht muss man das auch mal mit geöffneten Augen machen. Ja, ich glaube, also für mich ist auf die Atmung sich zu konzentrieren plus Augen zu, ist einfach, da geht nichts mehr, da bin ich direkt weg. So, ich habe früher auch öfters mal, oder wenn ich mal nicht schlafen kann, dann mache ich wie so autogenes Training oder achte halt eh schon auf meine Atmung und dann penne ich direkt ein. Und deshalb ist es fatal bei sowas. Aber was heißt fatal? Ist ja schön. Ich liebe es ja, schlafen zu können. Aber wir haben auch viele tolle Übungen gezeigt bekommen, was Alex auch jetzt schon mit meinem ISG und so. Oh, es war fantastisch. Und wir haben so ein Tuch ausgeliehen bekommen. Mal? Irgendwas mit R. Band. Warte, ich habe es extra direkt gesucht. Ruser? Ruser? Ribuso? Oder Rebozo, Rebozo geschrieben, Rebuso, kommt aus Lateinamerika, glaube ich, irgendwo. Ich glaube auch, ja. Das ist so ein größeres Tuch. Einen Moment. Ich kann auch ins Wohnzimmer gehen. Sieht eigentlich aus wie ein großer Schal. Ja, genau. Aber es ist, also ich finde es einfach ein sehr robustes Gewebe. Ja. Ich meinte, dass es irgendwie ein bisschen flexibel ist. Für mich ist es jetzt nicht so flexibel. Es ist einfach ein sehr... Ja, aber... Ein dicker Köper, würde ich nee, sagen. Nee, das ist doch, guck mal, das ist doch viel löchriger. Ja. Das haben wir jetzt auf jeden Fall mal ausgeliehen bekommen, damit wir da so ein bisschen mit üben können oder wie auch immer. Genau, und da kann man halt dann das ISG so ein bisschen bearbeiten, damit das nicht so. Das mich gleich strangulieren wollen. Zack! Und das übt man halt jetzt davor auch und das kann man dann auch während der Geburt, kann ich da als Partner helfen. Wenn man da Bock drauf hat. Ja, genau. Genau. Also eigentlich, es geht ja eh so drum, ganz viel
mal mitzukriegen an Tools und Techniken und was auch immer, an Ideen. Und dann halt einfach, wenn es dann soweit ist, individuell zu schauen, was taugt jetzt. Eigentlich ist es ein richtiger, es ist auch so ein bisschen eigentlich ein Geburtsvorbereitungskurs, finde ich. Ja, also. Es geht dann auch um Positionen, die man einnehmen kann und um Atemtechniken. Und sie hat auch was zum Thema Dammmassage erklärt und so weiter und so fort. Also ja, es geht auch so ein bisschen um Hard Facts. Aber halt auch um ganz viele unterschiedliche Entspannungstechniken. Also ja, es war wieder ein rundum gelungener Abend. Wir haben es mit dem Essen noch nicht so ganz raus. Wir essen immer davor, aber das geht um 6 immer los. Das ist aber auch zu schwierig für uns. Geht dann bis um 9. Und dann war es jetzt beide Male so, dass wir danach dann wieder mega hungrig waren. Normal sind wir um 6 eigentlich fast immer noch im Büro oder am Machen und Tun. Oder ja. Ja, also. Also nicht so, dass wir um 5:30 essen auf jeden Fall. Nee. Und dann wollten wir beide so was Kleines, irgendwie so ein bisschen Suppe, die noch übrig war. Ja, und Alex hat dann mal sich kurz locker flockig um 9:30 2 Burger gemacht. Und da hat noch gesagt, möchtest du einen Burger? Weil ich brauche eigentlich nicht 2. Aber beide sind weg. Ich hatte nämlich eher Lust auf Müsli. Ich bin seit der Schwangerschaft wieder so auf Müsli. Und das war ich früher voll arg. Und jetzt bin ich echt so, oh geil, was Frisches mit Frucht. Und ich schneide mir auf ganz viel Obst und Joghurt und Haferflocken. Und oh, love it, kann ich mich reinlegen. Und jetzt geht's ins Bett. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen kann man fast nicht mehr sagen. Es ist 12. Wir sind angekommen. Wir sind früh mit dem Zug gestartet. Übergabe hat schon stattgefunden. Und wir sind schon wieder auf dem Heimweg und brausen durch den Regen, wie ihr vielleicht hören könnt. Deswegen ist es auch etwas lauter. Ja. Wir haben uns ein neues Auto geholt. Haben wir ja schon erzählt. Und zwar ist es ein Volvo geworden. Richtig. Jetzt ein Volvo. Wir haben schön viel Platz, inklusive Isofix und Co. für die ganzen Reboarder und Babyschalen-Geschichten und so weiter, die man sich dann zulegen kann. Genau, es ist ein gebrauchtes Auto mit wenig Kilometern. Ja, was gibt's alles noch zu sagen? Es ist ein Plug-in-Hybrid. Ja. Wir haben lange auch überlegt, was für uns irgendwie Sinn macht, was gut ist, und wir wollten irgendwie auch kein Auto leasen, weil Leasing macht man eigentlich auch immer nur mit neuen Autos. Wir wollten halt kein neues Auto, weil es gibt genug gebrauchte Autos. Und wir haben das über mobile gefunden und über ein Autohaus gekauft sozusagen. Also die verkaufen ja auch oft gebrauchte Autos, und da haben wir das jetzt Händler. Hier. Händler, es war kein Volvo-Haus, sondern Ein Händler, der halt viele unterschiedliche Autos hat. Und da haben wir es jetzt in Hanau abgeholt. Ja, wir sind ultra happy. Es kann so viel. Man muss hier erstmal technologisch durchsteigen. Und das war jetzt gerade meine Aufgabe als Beifahrerin, ein bisschen zu gucken. Und Alex kutschiert uns, und dann wechseln wir nachher irgendwann mal. Und Volvo hat uns einfach so gut gefallen, deshalb. Weiß nicht, Volvo hat uns schon immer gut gefallen. Wir haben da so ein paar Probefahrten gemacht in Tübingen und eben auch unterschiedliche, ach, das wolltest du gerade sagen, mit Hybrid, dass wir unterschiedliche Sachen auch ausprobiert haben und so. Und das hat uns sehr getaugt. Happy! So, guten Schlaf eingetütet. Nap-approved ist es auch. Ich saß auf meinen Händen, die sind jetzt irgendwie ganz verdellert. Jetzt darf Marie fahren. Also es war sehr schön, es hat mega Spaß gemacht. Ich bin die ganze Zeit hier. Das Auto hat jetzt auch so, dass es automatisch lenkt wie. Also so Cruise Control heißt es, glaube ich. Und so Abstandshalter mit Navigation. Golfi hatte das auch, aber halt in... Bei Golfi war das nicht gut. Das war so urzeitlich. Und hier, ich habe die ganze Zeit Sachen ausprobiert und so, ist mega cool. Ja, jetzt darfst du. Ich steck aus. Sehr gut. Ah,
Also ich muss sagen, auch ich als Beifahrer fühle mich sehr wohl. Was sagst du? Ja, fantastisch. Aber so, genau so war es ja auch bei der Probefahrt. Genau so war es bei der Probefahrt, als wir uns verliebt haben in so ein Auto. Und dann haben wir halt einfach, ich habe einfach lang geschaut auf Mobile, wo es einen guten Gebrauchten gibt. Und dann haben wir den gefunden. Und zugeschlagen. Ja, richtig luckily. Ich glaube, der war auch noch gar nicht lange online, gell? Nee, ich glaube, ich habe, wie beim Haus, habe ich halt auch so Ticker reingemacht, dass ich immer dann für dieses Auto Meldung kriege, wenn es das gibt. Dann habe ich mich direkt gemeldet. Und dann waren wir erst so, kann das überhaupt sein? Weil das halt preislich schon nochmal deutlich günstiger war, auch als die Autos, die wir hier so, auch in Tübingen beim Händler. Ja, deshalb sind wir sehr happy, dass wir im Auto sitzen und nicht übers Ohr gezogen wurden oder so. Ja, und hier hinten hat es Platz für zwei Kinder auf jeden Fall mal. Wir sind gut zu Hause angekommen und ich werde jetzt gleich unseren Volvi direkt an Strom anschließen, damit der wieder aufgeladen ist. Das ist nämlich auf jeden Fall ganz leer, der Akku. Also es steckt drin und hier steht jetzt voll aufgeladen um 19.45 Uhr. Und ich freue mich auch so mega drauf, das jetzt einfach alles auszuprobieren, so mit diesem Laden, wie das funktioniert. Wir haben uns erst überlegt, vielleicht auch eine Wallbox zu installieren. Ich habe mich aber so ein bisschen informiert, also eine Wallbox ist eigentlich also so eine auch eine Ladestation halt, mit der kann man halt nur noch schneller Strom reinhauen. Und für so einen Plug-in-Hybrid macht es nicht ganz so viel Sinn. Also kann man trotzdem machen natürlich. Aber der Speicher ist halt gar nicht so groß wie bei einem E-Auto. Also es sind irgendwie 10 Kilowattstunden oder 11 Kilowattstunden hat er, glaube ich. Ein E-Auto hat halt irgendwie bis zu 100 Kilowattstunden Akku. Und so eine Wallbox kann halt richtig schnell laden. Teilweise irgendwie 20 Kilowattstunden. Ja, 20 mit 20 kW hat 20 Kilowatt und unsere kann nur 2 kW Kilowatt pro Stunde laden. Das ist aber nicht schlimm, weil wir fahren eh meistens einfach immer nur irgendwie so Kurzstrecke hier rum und können über Nacht immer laden. Von dem her ist es easy. Also wenn man 2 Kilowatt pro Stunde laden kann und der Akku 10 ungefähr hat, 5 Stunden, dann ist das Ding wieder voll. Also alles easy. Aber wenn man natürlich ein reines E-Auto hat, dann braucht man halt ein bisschen mehr Power, damit man halt irgendwie nicht 2 Tage am Stück oder sowas laden muss. Bevor es jetzt dann aber auch hier regnet, während der Fahrt hat es ja die ganze Zeit geregnet, hier ist noch okay, gehe ich jetzt noch in den Garten und mache dieses restliche Eck fertig, wo die Rohre noch rausgucken. Weil morgen kommt wieder Garten-Landschaftsbaufirma und macht den Rollrasen, verdichtet nochmal alles und macht dann den Rollrasen. Das heißt, da muss auf jeden Fall alles fertig sein. Während Alex unten im Garten ist, bin ich hier gerade dabei, ein bisschen die Einkäufe zu verräumen. Ich hatte ja im letzten Vlog erzählt, dass ich ein neues Kochvideo drehen wollte und gestern nicht dafür einkaufen gehen konnte. Deswegen haben wir das jetzt gerade eben noch schnell gemacht. Ich habe mir das schon so ein bisschen so in Kategorien unterteilt. Da liegt das eine Gericht, da liegt das nächste Gericht, damit ich schon so Bescheid weiß. Und es ist außerdem auch unsere Etipetete-Box angekommen. Da habe ich irgendwie nicht nachgedacht. Es war ein bisschen dumm. Wir haben jetzt ein paar Sachen gekauft, die hier auch drin waren. Einfach, weil ich so in meinem Einkaufszettel drin war. Aber macht nichts, weil die werde ich jetzt alle schon gleich verarbeiten. Und die anderen Sachen oder die Etipetete, je nachdem, ich weiß noch nicht, wie rum ich es mache, haben wir ja dann auch noch so für die nächsten Tage. Was ganz schön ist, wenn man nicht am ersten Tag alles isst. Das war diesmal drin. Falls ihr übrigens einen guten Tipp habt, was ich mit diesem Rettich machen kann oder auch mit diesen Rüben hier. Ich bin so mit dem heimischen Wurzelgemüse tatsächlich ein bisschen überfordert. Also wenn ihr da irgendwie ein leckeres Rezept habt, schreibt das super gerne mal in die Kommentare. Sind das eigentlich so gelbe Rüben oder so? Also kleine Überforderung manchmal. Weil bisher haben wir sowas dann, sowas hier zum Beispiel, das ist ja so eine Mairübe, oder? Ist das eine? Die ist ganz schön riesig. Roh gegessen. Aber diesen Bärt hier, wenn ihr wisst, was man damit Leckeres machen kann, ja, würde ich mich über Tipps freuen. Achso, ja genau, was ich sagen wollte, ich kann euch nur empfehlen, falls ihr die Kiste mal bestellt, die immer direkt auszuräumen. Also man kann sich ja den Tag aussuchen, wann die Sachen ankommen sollen. Und ich habe schon manchmal den Fehler gemacht, das dann zwar entgegenzunehmen, aber dann nochmal kurz hinzustellen. Es wurde auch schon mal bei Nachbarn abgegeben, weil wir in dem Moment nicht zu Hause waren.
Und dann haben wir es halt erst abends abgeholt oder so. Und man merkt schon, das wird ja nur in so Wellpappe verschickt, dass dann halt einfach dadurch, dass es alles Gemüse oder auch Obst ist, dass das alles Feuchtigkeit verliert. Und je nachdem, wie lange das auch in dem Paketauto schon rumlag, fühlt sich das Gemüse da nicht so mega wohl. Deswegen direkt ausräumen, direkt in den Kühlschrank packen oder in den Keller oder in die Vorratskammer oder wo auch immer ihr euer Gemüse sonst lagert. Dann hat man am längsten was davon. Das ist so die Erfahrung, die wir gemacht haben. Das ging einfach richtig schnell. Hätte ich überhaupt nicht gedacht. Also ich habe gedacht, ich acker mir da jetzt einen ab. Aber die Rohre sind hier drin. Also die laufen hier jetzt einmal unter die Terrasse und da kommt dann die Verteilerbox hin mit den Ventilen. Also hier sieht man es nochmal besser und man sieht richtig gut, dass die ein richtig starkes Gefälle am Schluss nochmal haben. Und das ist einfach total wichtig, damit die im Winter leerlaufen können. Und deshalb kommt da dahinter dann so ein Ventil hin, was halt dann aufgeht bei Frost. Oder ich glaube, das geht automatisch auf. Ansonsten muss ich selber aufmachen, aber auf jeden Fall halt eine Entwässerung, damit da kein Wasser drin ist und dann halt im Winter friert. Jetzt buddel ich das Ganze aber wieder ein, damit da nachher schön wieder Erde überall ist. Tada! Alles ist wieder zu. Sieht doch perfekt aus. Und das wird morgen dann nochmal gewalzt, oder erst gerecht und dann gewalzt und dann ist fertig. Ja, und dann ist natürlich nicht fertig, sondern dann kommt der Rollrasen drauf. Ich freue mich wirklich unendlich, wenn der Rollrasen da ist. Und ich kann schon kaum erwarten, da irgendwie nächsten Sommer mit unserem Kind dann irgendwie zu spielen und sowas. Ah, das wird herrlich. Ein Teil meines Videos ist gedreht. Ich bin umgezogen. Alex ist auch fertig. Und jetzt sind wir noch bei seinen Großeltern zum Essen eingeladen. Ist das nicht ein schöner Tag? Und die Sonne scheint auch. Könnt ihr es glauben? Ich bin übrigens so happy, dass mir so viele unserer Amanda-Kleidchen passen. Also trotz Bauch. Und ihr seht, ich habe das hier gerafft. Also das könnte man auch noch viel weiter machen und dann so über dem Bauch irgendwie platzieren. Und das wäre dann trotzdem auch vorne noch lang genug. Sehr gut. Was macht eigentlich der Finger hier? Warum steht denn der so komisch ab? Wir sind gerade heimgekommen. Wir waren noch bei meinen Großeltern eingeladen zum Abendessen. Also es war eh schon lange ausgemacht. Es war richtig nett, es war richtig schön, es war auch sehr lecker. Und ich bin beim Opa einmal um den Block gefahren auch mit unserem neuen Auto. Der war auch sehr begeistert. Ist echt süß. Es gibt ja noch dieses Video, können wir euch mal verlinken. Vielleicht kennt ihr es noch, dass wir diesen Audi, diesen krassen RS4 damals mal ausgeliehen hatten. Ach, dann sind wir rumgeflitzt, der war auch Highlight auf jeden Fall. Ja, und der hat sich mega gefreut. Und gerade sitzen wir noch hier und versuchen irgendwie ein bisschen zu verstehen, was diese Schlüssel überhaupt können. Wir haben zwei so größere Schlüssel bekommen und dann sind da noch so kleinere Schlüssel irgendwie dran, oder so wie so eine Chipkarte oder sowas. Ja, und der vom Autohaus meinte, das sei einfach nur ein Anhänger. Aber das nennt sich Keytag, dieses komische Teil. Und das ist ein tastenloser Schlüssel, wie ich jetzt nachgelesen habe. Der im Prinzip die gleiche Funktion hat wie so ein Transponder-Schlüssel. Also ist das wie ein dritter Ersatzschlüssel oder so. Nur kann da nicht die Batterie leer gehen, kann halt auch nicht, die kann leer gehen, aber kann nicht ausgewechselt werden. Und hat kein abnehmbares Schlüsselblatt. Ich glaube nämlich, dass dieser Hauptschlüssel, dieser hier, der große, dass da schon auch irgendwo ein Schlüssel drin ist. Ich weiß bloß noch nicht, wie man das aufkriegt. Das ist natürlich, also wir haben das Auto ja, wie schon gesagt, bei einem Händler gekauft, also kein Volvo Autohaus oder sowas. Da war es halt überall viel, viel teurer und es gab halt einfach nicht so ein gutes Angebot. Und deshalb sind wir zu einem Händler, der verschiedene Marken hat. Aber das ist natürlich der Nachteil, dass die Händler sich oftmals gar nicht auskennen mit den einzelnen Marken, die sie da haben oder nicht so gut auf jeden Fall. Weil der hat zu uns gesagt, dass dieses Teil, diese Schlüsselkarte, wie auch immer es jetzt heißt, dass es ein Schlüsselanhänger wäre, als ich ihn gefragt habe, was es ist. Ich bin übrigens immer großer Fan von, ich weiß was nicht, ich google es einfach. Und ich bin großer Fan von, ich probiere einfach aus. Aber ich finde, damit komme ich viel weiter. Du hast schon viel rausgefunden auf jeden Fall. Richtig. Und was ich zum Beispiel auch rausgefunden habe, weil wir dachten, das kann ja nicht sein. Der hat hier
auf der Seite so einen Knopf in der Mitte, das ist wie so ein Play-Zeichen drauf. Und Alex hat den vorhin irgendwie mal so dran rumgedrückt, als wir noch bei dem Händler auf dem Gelände waren. Und dann ging auf einmal die Alarmanlage an. Und dann meinte der, ja, das sei die Alarmanlage. Und dann dachte ich so, hey, das kann ja nicht sein, dass man am Schlüssel, wenn man da aus Versehen mal drankommt, direkt so einen riesen Trara veranstaltet. Und da habe ich jetzt nachgelesen, das ist ein Panikknopf. Das heißt, wenn man die Umgebung auf sich aufmerksam machen möchte, kann man diesen Knopf eben eine bestimmte Zeit lang gedrückt halten. Und dann geht halt Blinken an und die Alarmanlage im Prinzip. Und nach 5 Minuten, wenn man nicht eingreift, schaltet sich das von alleine wieder ab. Aber das ist halt, dann dachte ich mir so, okay, das ist ja halt schon ziemlich cool, wenn man irgendwie in einer seltsamen Situation ist und, was machst denn du da eigentlich gerade? Jucken. und man, ja, so Aufmerksamkeit auf sich ziehen möchte, gerade wenn es dunkel ist oder irgendwie. Ja, das ist mega. Und einem jemand dumm kommt. Ich finde das schon ziemlich, jetzt, das also jetzt bin ich schon wieder großer Fan, weil es kann auch nicht einfach in der Tasche theoretisch angehen. Nee, ich habe ja auch Spieltrieb gehabt und habe da einfach mal rumgedrückt. Ich dachte, du hast halt einmal drauf gedrückt. Deswegen habe ich gar nicht mehr getraut, es auszuprobieren. Was hast du rausgefunden gerade? Ich habe was Fantastisches gefunden. Es gibt wohl, ich weiß nicht, ob für, achso, ja genau, für dieses Modell gibt es den sogenannten Red Key. Das ist so ein roter Schlüssel. Und da kann man bestimmte Einschränkungen für die Fahrzeugeigenschaften vornehmen. Zum Beispiel die Höchstgeschwindigkeit einstellen, Geschwindigkeitssignale einrichten oder eine maximale Lautsprecherlautstärke festlegen. Bla bla bla. Diese Einschränkungen dienen der Senkung des Unfallrisikos und geben Ihnen beim Verleihen des Fahrzeugs, zum Beispiel an Fahranfänger oder Mitarbeiter von bewachten Parkplätzen oder Werkstätten, ein ruhigeres Gefühl. Und man kann wohl pro Fahrzeug 11 Schlüssel programmieren. Ja, Maria hat gerade gemeint, ja, und unseren Kindern geben wir dann einen roten Schlüssel und dann programmieren wir sie auf 50 Gamma. Ich habe ja schon gesagt 120 Gamma und du wolltest auf 50 Gamma draußen. Man kann nur bis zum Supermarkt fahren und dann wieder zurück, wenn die Mama vergessen hat, was einzukaufen. Mit dem roten Schlüssel. So witzig. Wir sind schon wieder gut am Wursteln. Beide am Video drehen. Ich schneide gerade noch den Vlog. Und ich finde es immer wieder lustig, dass man halt den Vlog dann schon angeguckt hat und jetzt beendet man ihn. Also irgendwie. Aber ist ja eigentlich praktisch. Dann kann man nochmal gucken. Gab es noch irgendwas, was man halt so im Laufe der letzten 2 Tage noch vergessen hat aufzulösen oder so? Nö, also aktuell wird der Rollrasen verlegt. Also gerade rechtzeitig fertig geworden. Ja, ansonsten es ist schon was angekommen. Das hat Marie gestern auf der Fahrt bestellt. So crazy, oder? Das ist schon da, es ist wirklich krank. Automülleimer. Das sind so kleine Silikondinger, die haben so einen Schnappdeckel und passen in den Getränkehalter. Und dann kommt links und rechts. Vor allem für mich wichtig. Naja, aber wirklich, ich hoffe, das können wir einhalten. Es sammelt sich oftmals so viel Müll, keine Ahnung. Hier ein Parkzettelchen, da ein Papierchen, ein Riegelpapier oder irgendwas. Und beim Golfi habe ich es halt immer früher in die Tür reingesteckt. Tür gestoppt und manchmal aber auch irgendwie sind Sachen unter den Sitzen hervorgekommen. So. Das wollen wir jetzt nicht hervorrufen. Das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Ja. Und deswegen Mülleimerchen. Richtig. Ja, jetzt hoffen wir, euch hat der Vlog gefallen. Genau. Dann sehen wir uns nächstes Mal wieder zu einem neuen Vlog. Schönen Tag. Oder am Wochenende zu unseren Videos. Genau. Macht's gut. Schönen Tag, Mittag, Abend, Nacht. Tschüss.